Keine Ahnung, was wir noch mitnehmen. Wo bist du? Ich bin hier über dir. Da. Genau. Digga. Ist ja Huren. Will er nicht. Hab ihn. Und du bist immer noch vor allem versuchen, den zu holen? Nee, nee, ich hab den schon. Das war, weil du gesagt hast, will er nicht. Echt, ich dachte bei dir. Wo bist du? Ja, ich laufe noch ein bisschen rum. Aber so viel gibt's ja gar nicht auf der Insel. Ich glaube, wir sollten später hier hinkommen. Ja, von den Leveln her ist es genau eigentlich das, was wir sind. Ja, aber wenn die uns so schnell töten, die Leute. Ja, ich weiß nicht, wie schnell die uns töten, die greifen uns halt schnell an. Bis jetzt haben die mich auch noch nicht erwischt. Aber ja, wir können auch woanders hin. Ich bin oben. Es gibt noch einige, noch mehr, was wir hier erkunden können. Ein paar Pelz fangen. Ist ja sau dunkel jetzt. Ja, dann müssen wir nach Hause. Wolfer, nicht klar. Sehr schön. Aber das ist scheiße. Wo sind denn jetzt hier noch die Leute? Oh, ich weiß nicht, ich sehe die gar nicht. Hier vorne waren da, wo du warst, waren vorne. Ja, da habe ich vorhin auch welche gesehen. Aber jetzt weiß ich nicht, wo die hin sind. Offensivs Amulett? Okay, weiß ich jetzt gar nicht, was das macht. Offensive verbessern ja. Wahrscheinlich. Das hast du vor, dass dein Angriff leicht erhöht. Okay. Wo packe ich das hin? Ja, Thermo-Unterwäsche hat er direkt reingemacht. Was? Ja, zu Accessoires machst du die dazu? Ja. Thermo-Unterwäsche, ein Accessoire, das in geringen Maßen vor Kälte schützt. Krass. Krass. Ja, ab nach Hause. Wir haben genug rum. Ich hab zwei dieser großen Übungsfibeln bekommen. Oh, nice. Episch. Mach die Rabe. Rabe. Gibt's von diesen Inseln eigentlich noch mehr? Es gibt mindestens noch eine zweite. Ich sehe gerade, ich habe hier gar keine Munition. Alte Pistole habe ich 3, Muskete 0, Armbrust 25. Hilfe. Das ist ja richtig Arsch. Wie lange dauert das? Naja. Die Hinfahrt hat sich nicht so lange angefühlt. Oh, wir fahren auch ganz falsch. Ja. Wir hätten eigentlich da vorne schon an Land müssen. Auch schön. Geil. Oh nein. Ja, musst du mitnehmen. Ja. Hast du das Eierding eigentlich nochmal hochgestellt? Nee, das ist
Mein Ei. Ja, dann holst du. Ich glaube, ich bugge. Ich bugge. Okay. Ich bin unsichtbar bei mir. Ansonsten reconnecte mal. Ja, ich bin unsichtbar bei mir. Ich kann nur auf dem Aal reiten. Dann sehe ich mich wieder. Ich gehe mal an eine andere Stelle. Ja. Und dann aufs Land. Ja, irgendwie, man kann hier nicht aussteigen, gefühlt. Wenn du von deinem Esel da abgehst, dann ziehst du dich dann noch. Wir kommen hier auch nicht an Land, was soll das denn? Ja. Siehst du dich? Ich sehe mich. Ich konnte hochgehen. Ja, jetzt geht's bei mir auf der anderen Seite. Okay, ich habe das Ei mitgenommen. An der Kiste? Nichts Besonderes. Ah. Nur so Standard-Stuff. Da oben ist noch eine Livmog-Statue. Ja, die habe ich jetzt übersehen. Ja. Was war das für ein Ei? Normales oder ein Jumbo? Ein großes. Ein Jumbo-Ei. Ich hol mir da oben noch Livmog. Hol dir. Kann aber noch dauern. Es ist Vollmond. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Monde im Game gibt. Hab noch nie drauf geachtet. Jetzt erst zum ersten Mal gesehen, dass es Vollmond ist. Oh lol, wer ist hier? Livmog, wo bist du? Da hinten. Von hier kann ich auch schon einen neuen Waypoint sehen. Wo ich hier bin. Oh, cool. Also, das ist sau weit weg. Kann auch sein, dass du den schon hast. Ja. Ja, es ist schön. Ja, wo bist du denn ganz? Hier ist die Livmog-Statue. Ja, okay. Haben. Und in die Richtung, wo ich jetzt hingucke, da ist der Waypoint. Da hinten. Okay, die habe ich doch noch nicht. Glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie weit der weg ist. Ja, sieht schon weit weg aus. Bist du bei mir? Ne, ich hab's auf der Karte geschaut. Gesehen. Oh, hier liegen Pfeile. Kann ich gebrauchen. Von Weitem sehe ich auch so viele Livmog-Statuen. 1, 2, 3, 4. Die sind alle so weit weg. Ey, ist ein richtiger Gamechanger, einfach nur mit einem Feuerpell das rauslassen und dann siehst du mehr. Oh, okay. Ich glaube nicht in die richtige Richtung.
Ja, ist ja gleich hier schon wieder Tag. Ja, es wird gerade wieder. Kletter doch. Ja, ist immer dasselbe mit denen. Wie ist der Wichser aufs Dach gekommen? Der Wichser? Ja, der, das fette Garados ist einfach bei der Toilette auf dem Dach. Am Chillen. Bro, cool von dir. Geh arbeiten, meine Fresse. Okay, das will ich. Für was sind seltene Federn? Okay, kann ich dir nicht sagen. Ich wusste selbst nicht. Ist aber geil, dass Zuckerwatte nicht ablaufen kann. Wie viel hast du davon jetzt noch? Knapp 300. Kommst du noch ein bisschen aus? Ja. Gott. Und dann habe ich noch ungefähr 100, ja, 155. Gerillte Beeren. Ja, aber die laufen ab. Ja, die laufen ab. Dann habe ich noch genug Futter dabei. Hohoho, dieses Feuerpell knallt ja richtig rein. Sag, bei mir ist gerade dieser Wolf ausgebrochen. Und dann, er bricht aus, keine 2 Sekunden später, so ein Hyperflammenwurf in sein Gesicht. Geil.
Gott. Das kann nicht wahr sein, dass ich das jetzt nicht geschafft habe. 2 mm haben mir gefehlt bis zum nächsten Berg rüber. Oh, wow. Scheiße. Lol, hier ist Fettsack. Nenn ihn Fettsack. Also der erste Fettsack. Hier ist ein Huhn. Boah. Lol, das... Digga, der... Der ist zu geil hier, mein Pell. Ich werf auf den Huhn so einen normalen blauen, ohne den davor anzugreifen. Den resistiert er einfach, der prallt einfach ab. Okay. Im nächsten Moment, statt einen blauen Ball, fliegt dann einfach so ein Stein in seine Fresse. Geil. Ich muss nur noch mit dem hier draußen rumlaufen, Alter. Zu geil. Du musst jetzt dran glauben. Gummus? Ne, du kannst keinen Gummus töten. 2-mal schon. Ja. ...30 Minuten für saftiges grünes Riesenei. Ja. Digga, da kommt wahrscheinlich noch nur Pisse raus. Wahrscheinlich, ja. War halbe Stunde. Aber was ist der Unterschied zwischen Jumbo-Ei und Riesenei? Ich glaube, aus einem Jumbo-Ei kommt ein großes Pell. Also aus einem Riesenei? Was? Digga, was habt ihr hier für ein Riesenbett gebaut mit Kronleuchter? Achso, ja, wir mussten für ein Level-Up diese großen Betten bauen. Und da haben wir gesagt, wir bauen den Turm aus und das ist ein bisschen ausgeartet. Ich sehe es. Bro. Wie weit geht's denn hier noch hoch? Ja, du bist nicht annähernd oben. Guck dir das einfach mal von außen an, bevor du jetzt da hochläufst. Ich lauf nach oben. Ja, das Stockwerk, auf dem du jetzt... Da habe ich zwischendrin habe ich mir mal gedacht, ich baue so einen Balkon hin. Das ist gerade unter dir. Ich sehe es. Ja. Wie weit ist der Balkon bis nach ganz oben? Es ist. Drittel, oder? Ungefähr ein Drittel. Digga, wie lang müssen denn die Pelz dann nach oben latschen? Da sind ja keine Betten drin, also. Ja, aber. Die kommen noch. Wenn... Die kommen. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Also, wie sollen wir sonst bauen? Auf einmal von Holz wird es zu Stein, als ob es da nicht einbrechen würde. Ja, jetzt bist du langsam ganz oben, ne? Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen ausgeartet. Von hier sieht man auch diese eine Insel. Ist das auch wieder so betreten, verboten Insel? Das ist die, wo wir bewahren, oder? Oder die meinst du die andere? Nein, ich guck gerade in eine andere Richtung. Dann ist das wahrscheinlich die andere, wenn die genauso... Die sieht halb so mäßig aus. Ich glaube, das könnte die andere sein. Soll ich mal versuchen, darüber zu fliegen? Ja, versuch's mal. Oh, so jetzt. Da, warte. Nochmal schnell zurück. Ich muss mit dem Pell dahin fliegen. Nicht mit dem Gleiter, der. Der wird nicht funktionieren.